17. Dezember 1903, Kitty Hawk, North Carolina. Wir dachten, wir würden der Welt eine Erfindung präsentieren, die zukünftige Kriege beinahe unmöglich machen würde. Orwell Wright. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Wings, der Remastered Edition, die jetzt seit ein paar Tagen auf Steam erhältlich ist. Ende 2003 wurde dieses Spiel erfolgreich auf Kickstarter crowdgefundet und ich finde es ganz toll, dass es nach dieser herrlichen Amiga-Version, die wir ja auch schon Let's Played haben auf meinem Kanal, daran werden sich die Veteranen sicherlich erinnern können, endlich eine Neuauflage gibt, eine richtig schöne Neuauflage für den PC. Steigen wir mal ein. Ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Bisher habe ich noch nicht viel gespielt, außer mal kurz das Tutorial und eine Mission. Aber man ist sofort wieder drin im Spiel. Willkommen, neuer Rekrut. Dann fangen wir mal an. Füge einen Piloten hinzu. Na, das mache ich doch glatt. Auch das kennen wir schon aus dem Original. Hier noch die Fliegerpunkte zu verteilen. Damals war es, glaube ich, ganz gut, die Punkte zunächst einmal nur auf Fliegen und Ausdauer zu verteilen. Und für Mechanik und Schießen dann halt später, wenn man Punkte dazu gewonnen hat. Ich weiß gar nicht, ob wir damals im Let's Play so weit gekommen sind. Wie viele Episoden haben wir gespielt? 20, 22 Episoden, sowas um den Dreh. Wir sind eigentlich immer relativ schnell gestorben. Nun ja, egal. Und natürlich, auch das gab es schon im Original, die Ausbildung. Bevor ich gegen Fritz fliegen konnte, musste ich einen meiner eigenen ausstechen. Derjenige, der den Ballon erwischt, verdient sich einen Kampf im Platz. Einen Platz im Kampf. Bewege dich mit L hinauf, hinunter, links und rechts. Ich steuere das Ganze mit einem Xbox 360 Controller. Funktioniert ganz wunderbar. Na, wo ist er denn? Und schieße mit RT auf die Ziele. Da ist auch schon der Ballon. Ja, komm. Und abdrehen. Das war relativ einfach. Geborgen zu fliegen, ein weiterer Schritt, mir meine Flügel zu verdienen. Der Tiefflug war sowohl ein Test für die Nerven als auch eine Zielübung. Man besteht den Test, indem man alle Fässerstapel vernichtet, ohne wie wild um sich zu schießen. Im Original war das anders, da hat man nur eine Mission geflogen und konnte dann sofort ins Geschwader einsteigen. Hier, das dient mehr oder weniger als Tutorial und man bekommt alle Missionstypen einmal kurz vorgeführt. Auch das kennen wir. Da erinnern wir uns nochmal sehr, sehr gerne zurück an die eine Mission aus dem Original-Let's Play, was wir gemacht haben, wo wir auf die Soldaten schießen mussten in den Schützengräben. Wo komplett der Bildschirm braun war von Schützengräben und braune Soldaten, braune Panzer und hast du gesehen, wo ich gar nichts getroffen habe. War schon irgendwie lustig. Oh. Ob es glaubt oder nicht, den letzten Fässerstapel habe ich schon in der Testaufnahme nicht getroffen. Ich brauche mehr Übung, um es mit den Hunden aufnehmen zu können. Ja, kein Problem, das kommt noch. Tutorial neu versuchen. Nein, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Machen wir weiter, ich glaube, eine Mission kommt noch, genau, die Bombardierungsmission. Alles, was zwischen mir und der Front stand, war eine Demonstration meiner Bombardierungskünste. Sonst fehlten mir nur noch ein paar Übungseinheiten im Abschießen der Deutschen. 2. März 1916, da sehen wir die beiden Testobjekte, die wir abschießen müssen. Wir bekommen gleich auch schön als Tipp, dass wir einfach nur auf unseren Schatten achten müssen, auf dem Boden. Natürlich, wo sonst. Und dementsprechend dann auch die Bomben abwerfen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Natürlich haben wir auch nur eine begrenzte Anzahl Bomben an Bord, natürlich. Ist ja eine Simulation und kein Arcade-Shooter. Oh, das sollte hinhauen. Perfekt. Und auch den haben wir getroffen. Sehr schön. Ich würde übrigens auch einen guten Shooter machen mit der Grafik hier. Haha. Also, CinemaWare, das als nächstes. Schön 2D-Shooter. So wie 1942. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt auf dem PC, einen vernünftigen. Mal vom Warblade abgesehen, aber ich schweife ab. Geboren zu fliegen, verdiente ich mir meine Flügel und machte meinen ersten Schritt Richtung Ruhm. Gut, damit haben wir unsere Ausbildung hinter uns. Wir haben sie absolviert, wir können den 56. Geschwader beitreten. Ne, komm. Genau, mit MS Standard, der macht das.
Willkommen zur 56. Leutnant. Ich bin Oberst Ferrer und entscheide, wann du in die Lüfte steigst. Da du deinen Transfer so schön eingeheftet hast, darfst du das Geschwaderjournal behalten. Natürlich, auch das kennen wir und davon lebt ja auch wenigstens das ganze Spiel, dass dort eine Geschichte erzählt wird, wie ein junger Soldat durch den Ersten Weltkrieg durchkommt. Und es ging nicht unbedingt dabei darum, so lange wie möglich zu überleben, es ging halt darum, ja, die Geschichte zu erleben. Sag ich jetzt einfach mal, weil nämlich im Original-Let's Play, das guckt euch mal bitte an, ich werde es auch verlinken, ich weiß gar nicht, wie viele Soldaten wir da verbraucht haben. Naja, aber auch im Original, beziehungsweise in der Realität war es ja so, glaube ich, statistisch gesehen hat ein Pilot nicht mehr als 10 Einsätze im Ersten Weltkrieg überlebt. Also, das war schon nicht so ganz unrealistisch. Wir fangen natürlich ganz neu an, unten als Leutnant, Unterleutnant, ein Greenhorn praktisch. Und ab jetzt werden auch die Texte vorgelesen, hier im Flight Journal. Finally arrived at Luxel. Couldn't ask for better quarters. Apparently this place was a spa for King Louis XV. All around us, fruit trees blossom on grassy slopes covered by blue and yellow flowers. In the distance, I can see the snow-capped Vosges mountains, their flanks bristling with a solid mass of giant pines. It's 5 a.m. and I'm scared as hell. In less than an hour, I'll be flying my first patrol to the front. Just imagining what it'll be like kept me up all night. Now I wish I had got some sleep. Und ihr merkt schon, das ist wirklich ein Remake oder ein Redo, denn es ist genau wie im Original. Ja, ich glaube, im Original geht es auch genau mit dieser Mission und mit diesem Text los, was überhaupt nicht schlimm ist, das ist total super. Auch die Musik haben sie beibehalten, also das ist schon sehr stimmig und als Wings-Fan ist man sofort wieder drin, ist man sofort angefixt, sage ich mal. Aber jetzt fliegen wir erstmal unsere erste Mission. Zusammen mit Roderick Ross, ebenfalls Unterleutnant. Na, hoffentlich wird das gut gehen. Auch diese kleine Sequenz kennen wir aus dem Original. Die sah natürlich damals ein bisschen hässlicher aus. My partner and I took off into a ghostly sunrise. The gnawing in my gut told me we'd soon find the Hun. Sure enough, after a nagging lull, we found a pair of worthy opponents below us. They were close enough to touch. Also ein paar Gegner unter uns. Mal gucken. Man kann in etwa immer herausfinden, wo die Gegner sind, wenn man auf den Kopf des eigenen Piloten achtet. Dort, wo er hinschaut, dort sind dann auch die Gegner. Das mit dem Luftabwehrfeuer, das kennen wir auch noch aus dem Original. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Gefährlich, gefährlich. Ich glaube, den Abschuss. Das könnte meiner gewesen sein. Haha! Gar nicht so schlecht für die erste Mission. Unser Kollege lebt auch noch. Sehr schön. Da fliegt er. Vielleicht sollten wir abdrehen, Kollege. Und nicht unbedingt in das feindliche Abwehrfeuer fliegen. Ah, der süße Geschmack des Sieges. Die Zahl meiner Abschüsse steigt immer weiter an. Naja, gut, das war jetzt, glaube ich, der erste. Oh, sogar beide. Beide gehen an uns. Sehr schön. Boah, da wird aber Charles, unser Colonel, Charles Ferrer, sehr zufrieden mit uns sein. Sehr schön, die ersten beiden Abschüsse. Aber ihr wisst ja, wie das nun mal so ist. Hier ist man schneller tot, als man zählen kann, bis drei. Ich this morning before dawn and gulped down a lukewarm cup of chicory masquerading as coffee. I'm flying wingtip on the mid-morning patrol to Verdun, so I'll have to eat breakfast later. Don't want to go up on a full stomach. One of the first things we learned at flight school is that gas expands at high altitudes. Don't want to make the war messier than it has to be. Ja, auch der Humor ist erhalten geblieben. Wir fliegen, was fliegen wir denn wieder? Eine Vernichtungsmission, vernichte alle feindlichen Flieger zusammen mit Oberleutnant David McCartney. Die liebsten Missionen, die ich spiele, sind halt diese Moorhuhn-Mission, diese Abschießmission, wo ich vorhin die Fässer verpasst habe. And left us staring into the gun sights of the enemy. One of him and two of us. The odds couldn't have been better. Schön, nur ein Gegner. Ja, diese Abschießmission, diese isometrischen Missionen, diese Ballermission, die spiele ich unheimlich gerne. Vor allem die ersten Missionen sind dann noch relativ einfach. Wo ist denn der Gegner? Ja, die späteren Missionen werden dann auch schwieriger. Auch die Bombardierungsmissionen sind am Anfang noch einfacher. Erinnern wir uns an das Let's Play, was wir gemacht haben, wo wir dann die gegnerische Brücke bombardieren mussten. Links und rechts das Luft-
Abwehrfeuer. Oh. Das war schon eine richtig schwierige Mission. Wo ist er jetzt hin? Hat er gut abgedreht. Also mir gefällt auch die Grafik. Das ist schon ganz nett. Sieht zwar nicht so aus wie auf den Artworks-Screenshots, die man damals beim Kickstarter-Projekt sehen konnte. Aber insgesamt kommt das schon ganz gut. Wo ist er denn hin, der Feind? Da stürzt da jemand ab, oder? Oh ne, das ist Abwehrfeuer. Da drehen wir uns mal weg. Kann natürlich sein, dass unser Kollege schon den Feind abgeschossen hat. Ja. Einmal mehr jagt die 56. ihren Feinden Angst ein. Ja, der Abschuss geht an David McCartney. Aber kein Problem. Ich bin da ja Gönner. Oh. Harry Mendelsohn wurde leider abgeschossen. Harry, ich kann's ihn gut. Mal sehen, was jetzt auf uns wartet. Curse the fucker Scourge. These Huns really know what they're doing with their synchronized machine guns. I'm glad we have our Vickers, but we need to start shooting more accurately, or our trigger fingers will soon be little more than mincemeat. Speaking of mincemeat, today should be a good chance to grind up some Eindeckers. Our venerable CO, Colonel Farrer, is sending me on patrol with two other pilots. Also auf einem Patrouillenflug mit zwei anderen. Und das war damals wirklich so. Die Deutschen hatten wohl einen technischen Vorsprung zum Beginn des Krieges. Vor allem mit diesen synchronisierten Maschinengewehren, die halt dafür sorgten, dass die eigenen Kugeln nicht in den eigenen Rotor flogen. Das war natürlich schon ein großer Vorteil. Wir gehen auf die nächste Mission mit Roderick Ross und Sid Killick. Okay. Ah, da musste man im Original noch selbst abdrehen, nach links. Das war so eine kleine Zwischensequenz, die eingeblendet wurde. Squaring off for an equal matchup, I took my place as leader of our formation. The boys were depending on me as I steadied my hand to bank left and initiate our peel off. So, oh, wir fliegen über Verdun. Schön, dass uns das angezeigt wird. Nur die Frage, wo ist der Gegner? Wir schauen nach links, dann fliegen wir doch mal nach links. Sind die unter uns? Ja, eher über uns. Na, ich glaube, den habe ich aber noch eine gute Salve mitverpasst. Habe ich den abgeschossen? Das wäre ja gar nicht mal so übel. Das scheint mir mit dem Abschießen noch relativ einfach zu gehen. Ein Moment Ruhm am düsteren Himmel. Trotzdem wussten wir, dass die Deutschen zurückkommen und Rache nehmen würden. Die Mission war jetzt doch recht schnell vorbei. Da muss ich sagen, das ging im Original nicht so einfach. Überlegt mal, wie oft man da auf die gegnerischen Flugzeuge schießen musste und akkurat schießen musste, um zu treffen. Aber okay. Nächster Abschuss in unserer Liste. Und Harold Crane wurde leider getötet. Ja, so war es damals im Krieg. Da hatte man viele Opfer zu beklagen, gerade bei der Fliegerei. Ich meine, die war ja damals noch neu. Ne? Wir haben es ja im Vorspann gesehen, 1903, der erste kleinere Flug und dann knapp, ja, 10, 12, 13 Jahre später die ersten Kriegsmaschinen. Colonel Farrer isn't too happy with us. He says, an unfair fight isn't a fight worth fighting. Far as he's concerned, our job is to blow the enemy from the sky, but only if we do it like gentlemen. Today I'm scheduled for my first strafing run. Fighting at Verdun is at deadlock, and we need to open the lines. With any luck, Fritz won't be expecting us and we'll push him back where he belongs. Ja, um das nochmal kurz aufzugreifen, die Fliegerei steckte halt noch in den Kinderschuhen und schon wurden die ganzen Maschinen mit Gewehren ausgerüstet. Dass die Technik natürlich alles andere als ausgreifbar ist doch ganz klar und dementsprechend waren auch viele Opfer zu beklagen. Während wir unseren ersten Strafing-Angriff fliegen dürfen, also den ersten Tieffliegerangriff, wir sollen auf Lastwagen und Zelte schießen. Genau, Tiefluginfanterie. Vermeiden Rotes Kreuz natürlich. Auf die Rote Kreuzfahrzeuge darf man nicht schießen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es im Original ein Fadenkreuz gab, was es hier nicht gibt. Huns on parade. As we approached the front, we counted hundreds of enemy soldiers surging forth to gain new ground. We guess right. They hadn't expected us. Schauen wir mal. Ich glaube, hier gibt es kein Fadenkreuz. Das macht es nicht ganz so einfach.
Und je tiefer man selber fliegt, umso gefährlicher wird das, weil die gegnerischen Soldaten ja auch zurückschießen. Ah, das macht schon was her. Das Haus kann man nicht schießen. Warum sollte ich auch? Wie gesagt, die Rotkreuzfahrzeuge tunlichst vermeiden. Dafür kann man nämlich auch mal gerne vors Kriegsgericht gestellt werden von Colonel Farrer. Das findet er gar nicht so lustig. Was das jetzt hier noch mit dem Gentleman-Krieg zu tun hat, den Colonel Farrer gerade erwähnte, oh, weiß ich auch nicht. Unser Flugzeug scheint auch schon ein bisschen mitgenommen zu sein, aber wir haben die Mission geschafft. Puh, sehr schön. So viele Ladungen und ich könnte trotzdem kein Schleuentor mit einer Handvoll Getreide treffen, selbst wenn ich vor ihm stehen würde. Nanu? Warum? Was war? Misserfolg? Wieso denn das? Wahrscheinlich nicht genug Infanterie abgeschossen, ansonsten habe ich alle Ziele getroffen. Ich habe alle Lastwagen getroffen, alle Zelte getroffen, aber nur 13 Soldaten. Die sind aber auch schwierig zu treffen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Die Mission ist ein Misserfolg. Kann ich jetzt leider nicht ändern. Ein neuer in der Truppe, ein Neuankömmling, anstatt ein Neuankömmling, Sam Thompson. Gut, ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal einen kleinen Cut. Ich mache davon noch ein paar Episoden, denn ich bin jetzt wieder voll drin im Rings-Fieber und mir gefällt's. Mir gefällt's wirklich richtig gut. Dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und schreibt da einfach mal in die Kommentare rein, wenn ihr selbst als Pilot dabei sein wollt, denn ich vermute mal, der MS-Standard, der wird nicht ewig überleben. Und dann braucht man natürlich einen Nachrücker. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Bye bye.